Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einer neuen Folge von Pacific Drive. Und ja, anscheinend sieht echt schön aus. Nein, in einer gewissen Hinsicht werden wir bald merken, warum. Gut. Ja, heute werden wir ein bisschen looten gehen. Weil ich brauche noch Chemie und ich das Chemie geht mir irgendwie auf den Sack. Und wenn euch natürlich diese Folge wieder gefallen sollte, zeigt mir gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Würde mich ganz sehr freuen. Und ich habe einen neuen Bug. Also, ja, ich kam in dieses Spiel rein. Ich habe nichts an den Einstellungen verändert. Aber, what? Was ist mit dem Spiel los? Warum, was macht das Spiel hier? Und dann, wenn ich wieder gerade gucke, es ist so ein bestimmter Winkel, wo das buggt. Hier buggt das doppelt so hart. Und das leckt voll. Also, es liegt nicht an mir, sondern am Spiel. Sieht irgendwie witzig aus, aber auch nicht, aus einem guten Grund. Weil die Kacke leckt sehr hart. Das ist hier das Problem. Das ist so wischiwaschi, das ist nicht lieb. Ah, ich bin auch wieder blöd, egal. Hoffe ich jetzt mal, dass es nicht bei der... Egal. Auf die, dann habe ich... Kein Witz. Kacke. Das Auto ist so demoliert, Digga. Zertrümmerte Reparatur... Ersatz... Reparaturkit. Ich kann ja vorher ein Reparaturkit bauen ohne Chemie, hä? Digga, es leckt so hart, Digga. Wenn es nach mir ginge, würde ich dieses Spiel jetzt gerade nicht spielen. Kein Witz. Tut mir leid, aber so ist es leider. Es leckt einfach so bestialisch bei so einem Bug. Und hoffentlich ist es jetzt nicht in der Welt. Oh Gott. Also das ist auch eine Kacksteuerung. Es clashen alles despawned im Hintergrund. Vielleicht liegt es da dran. Aber fahren lässt sich sonst. Also wenn der Garagenbug weiter so ist, dann muss ich ehrlich sagen, habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Hier war ich auch noch gar nicht. Aber ich will hier rüber. Warte mal. Feuchter Wald. Hm. Auch wieder mal witzig. Also wenn das jetzt, wenn das wirklich ein Bug ist, dann ist das ein Scheißbug. So einen Bug habe ich auch noch nie erlebt. Ich hoffe jetzt mal, dass das Spiel keine Auswirkungen darauf hat. Wo bin ich denn? Ich will davor. Was war das? Hoffentlich. Weil ich muss ehrlich sagen, der Bug ist schon nervig. Also in der Garage ist es mies. Eine Kettensäge. So, hier bleiben wir stehen. Oh. Das habe ich auch noch nie so gesehen. Dass das Ding einfach stehen bleibt. Frech, hier ist so hohe Strahlung. Na, dann kann ich nichts machen. Falsches Gebäude ausgesucht. Sehr hohe Strahlung. Fahr mal bitte weg. Also die Dinger sind echt gefährlich. Oh, hier lang. Oh, yummy. Ist es... Also ich frage mich immer noch, welche Taste ist das, die Kacke da oben einzublenden? Habe ich schon in der letzten Folge gefragt. Warte mal. Ist mir auch egal jetzt. Was war das? Nee, nicht schon wieder die Stromdinger. Die sind so mies, das Stromding da. Oh mein Gott, hier sind ja zwei nebeneinander.
So, Handbremse anziehen. Ich hole mir mal. Oh nee, nicht die Dinger auch da vorne. Oh je, die sind gefährlich. Ach danke, die Tür schon auf. Okay. Das habe ich auch nicht gewusst, dass das geht. Was ist denn das? Wir haben jetzt wie viel Chemie? 3. Irgendwie deprimierend, aber egal. Ist die Tür offen? Tja, wirklich, wie geht das? Bei mir auch manchmal. Gut, wo sind wir? Hier oben. Wo müssen wir hin? Dahin will ich. Oder eher da. Es wäre die beste Logik, eigentlich hier lang zu fahren, doch. Ob es mein Auto überhaupt aushält, weiß ich nicht. Hoffen wir's mal. Wow, 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 ruhig, ruhig. Was ist das? Ein Brückenbau. Hier wurde eine Brücke angefangen zu bauen, anscheinend. Aber guck mal, die ganzen andere Dinge hier, wie hier so ein Rohr. Siehst du fast gar nicht. Hallo, was ist los? Was ist los? Ich glaube, unser Problem hat sich gerade verschlimmert. Kann das sein? Jep, mir zwischen mal. Ich glaube, wir sollten hier. Ganz schnell weg. Weil ich glaube, unser Problem hat sich, glaube ich, gerade vergrößert. Eine Zone rast auf uns zu. Ein Sturm von böser Kategorie. Unser einer Reifen ist auch hart beschädigt. Kein Problem. Wir biegen hier sowieso gleich ab. Da steht aber kein Feldweg. Weil man ist hier ein Feldweg. Ich will auf die Straße. Ganz schnell weg. Aber auf 100%. Ah, nee, da ist schon wieder dieses Zeug. Ich glaube, der Sturm kam zu uns. Oh nee, Bomben. Oh nee, echt jetzt. Wir können noch ein bisschen vor. Der Feldweg wird echt nervig bis da hoch. Weil ich will so nah wie möglich an dem Portal sein. Weil es besser ist. So, wir zwischen mal ab. Weil auf. Oh, Gefahr. Weil jetzt. Fahrzeugschutz beeinträchtigt. Ja. Oh, yummy. Unser Auto ist so hart bestätigt, Digga. Oh, hier fängt Radioaktivität an. Warum? Aus mysteriösen Gründen ist hier ein Weg gewesen gerade. Oh mein Gott! Hier ist ja 5!
Was ist jetzt los? Was war das? Auf einmal 5? Au. Oh mein Gott, jetzt sind wir in der 5er-Zone. Oh, ganz schnell weg. Das ist aber mies. Das ist aber frech, Alter. Oh mein Gott. Oh, das hätte uns, glaube ich, wenn wir länger drin gewesen. Oh, ja, ja, ja. Oh, Mensch, Bulle. No, no, that thing you saw was not Bigfoot. Never was, never will be. Don't let Tobias and Francis fill your head with that nonsense. So, mal neu starten. Das kann ich mal, Digga, ein. Oh mein Gott. Hier. Warte mal, wo ist sie überhaupt? Mein kaputter... Hä? Kein kaputter Reifen, komisch. Das hier ist kaputt. Wir sollten uns die schlimmsten Dinge vornehmen. Eine Tür kann ich, glaube ich, bauen. Das macht mehr Sinn. Buschkrange. Das Benzin ist auch sehr ausgegangen mir. Chemie finde ich sehr, sehr böse. Sehr wenig. Zack. Ja, so. Ich will mal gucken, wie viel sowas kostet, um meine Gegenstände zu bauen. Eine primäre Tür, eine primäre Seite. Die sind sogar billig. Billiger als zu reparieren. Das baue ich lieber ran. Ja, Freunde, dann würde ich mal sagen, das war so jetzt so eine kleinere Folge. Oh, ich kann das Tor sogar zumachen. Hoffentlich hat euch diese Folge gefallen zu den schönen Pissig-Flut-Folge. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Zeigt es mir mit einem Like, einem Abo und einem Kommentar natürlich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ciao.